Hallöchen, liebe Leute, und hier zum kleinen Vlog. Wir sind hier gerade ein Gerät, was man an dem Schiff erkennen kann. Hoppala. Und hier sind viele Schiffe. Und Möwen auch. Schönes kleines Städtchen, Gerät Sie. Also falls ihr mal an der Nordsee seid, in der Nähe von Norddeich, kurz davor oder so, würde ich das auf jeden Fall hier empfehlen. Aber es fängt gerade an zu regnen, leider. Und ja, wie schon gesagt, es werden kleine Vlogs kommen, die ich mit iMovie. Ja, der Löwe. Mach ich gleich. Ja, und ja, es wird noch bestimmt einiges kommen, was ich mit iMovie schneiden werde. Und bis gleich. Ja, Leute, ich wollte euch einen kurzen Ausschnitt von meinem neuen Co-Moderator zeigen. Hallo. Wer bist du denn? Hallo? Wie heißt du? Peter. Moin. Auf jeden Fall, dieser Affe ist jetzt saugeil und es regnet gerade verdammt schön. Auf jeden Fall, dieser Affe ist jetzt saugeil und es regnet gerade verdammt. Ja, okay, Peter, dann gehen wir jetzt mal weiter. Tschüss. Ja, okay, Peter, dann gehen wir jetzt mal weiter. Kommst du noch zum kleinen Ausschnitt? Wir essen ja gerade so Pizza und Cola, ne? Sehr geil. Und ja, die ist noch nicht da. Wir waren halt gerade so Minigolfen und ja, das andere, das seht ihr ja auch noch alles. Und ja, dann gibt es lecker Essen seit 5 Jahren mal wieder eigentlich was auf dem Tisch. Spaß. Nein, und ja, wir sehen uns dann noch. Bis gleich. Ja, Leute, und herzlich willkommen noch. Jetzt sind wir wieder nach Hause, schön vom Pizza Essen. Ui! Dann jumpen wir mal ins Bett. Ja, ich wollte jetzt noch einen kleinen Vlog hier drehen. Hier seht ihr übrigens hier so... Ja, ein bisschen was hier so abgeht. Hier so mein Zimmer. Aber ich darf jetzt nicht in den Spiegel halten, dann seht ihr mich. Aber meine Schwester, die singt gerade. Ja, aber da ist so ein Ding, so ein Abstell, wo ein paar Sachen stehen. Hier ist so... Man hat mich jetzt nicht gesehen. Ich schätze mal, dass man dich nicht gesehen hat. Das Spiel muss man aufpassen, ne? Hier sieht man das Badezimmer. Ich sag euch, Leute, hier ist es richtig nice. Hier ist auch ein Zimmer, was wir nicht gebraucht haben, weil diese Wohnung ist für mich. Hier Toilette. Der Klo, der kann offen. Wer war denn das? Puh, stimmt das? Hier das Zimmer von meinen Eltern. Hier halt so ein Wäscheständer. Oh, das Licht ist gerade offen. Hier eine zweite Toilette. Das sind auf jeden Fall die gleichen. Hier ist irgendein verschlossener Raum, ich weiß nicht, da war irgendwie Waschmaschine oder sowas. Hier, Solarium, halt, ich sehe das jetzt nicht. Hier kann man sich sagen, hier muss man aber dafür Geld einwerfen. Oder so. Ja. Hier ist dann halt so noch so die Küche. Sehr schön. Hier ist jetzt halt noch so ein Tisch. Hier ist ein Fernseher mit einem Film, was gerade geguckt wird. Wieso geht das denn jetzt nicht auf? Oh, jetzt wollen die also meine Eltern gucken. Hier sieht man eine sehr schöne Terrasse. Hier sogar noch so Kinder da, so ein Schuppen. Leute, jetzt zeige ich euch das Coolste, der Coolste. Wenn er jetzt kann. Doch, da sind welche, ne? Deswegen geht es nicht zeigen. Da sind gerade welche drin, da kann ich nicht hingehen. Ja, da seht ihr dann wahrscheinlich nochmal. Den muss ich das morgen aufnehmen, weil da ist ein richtig geiles. Das ist kein Pool mehr, das ist ein Schwimmbad. Das muss ich dann morgen zeigen, weil morgen gehen wir da wieder schwimmen, heute nicht, weil wir halt schon viel unterwegs waren. Und ich kann das nicht einfach reinplatzen, weil ich glaube nicht, dass die Leute gerne ins Internet wollen. Deswegen, ja, gleich kommt übrigens Fußball, es ist da schon 7:30 oder so. Ich gucke jetzt gleich noch ein bisschen auf YouTube. Zum Glück haben wir ja Internet, deswegen kann ich das auch alles hier hochladen, dies, das. So. Deswegen kann ich das auch jetzt hier drehen und ja, das wird dann wahrscheinlich am Montag kommen. Schätze ich mal, weil ich noch ein paar Ausschnitte, dann werde ich das mit meinem Handy schneiden. Also wundert euch nicht, wenn es... Es kann sein, dass es 1044 Pixel ist, weiß ich aber nicht. Aber dass es schwarze Ränder gibt, weil ganz einfach, weil ich aus dem Handy aufnehmen muss, weil ich meine Kamera nicht mit habe und halt kein Schneidprogramm, weil ich mein Laptop kaputt gegangen ist.
wahrscheinlich, vielleicht bin ich da auch abgezogen worden, jetzt nicht. Weiß es nicht, meine Eltern waren also mit ihnen halt Bekannte und ja, also jetzt haben die es gemerkt, von denen wahrscheinlich vertrauen kann. Und ja, deswegen, ja, hier ist noch so ein kleiner Teich und ja. Wir sehen uns dann noch beim kleinen Kameraausschnitt, den ich noch filmen werde und ja, bis gleich. Ja, hi Leute, jetzt nochmal gleich zu dem kleinen Clip im Schwimmbad. Aber bevor ich den Clip mache, wollte ich Ihnen was zeigen. Das hat grundsätzlich was mit Mr. B zu tun. Vielleicht werde ich diese Maske auch nachher benutzen. Habe ich mir gekauft beim Laden. Und ja, ich wollte euch dann auch nochmal ganz kurz den Score zeigen. Den Score von mir. Wie die da unten. Ich bin Zweiter geworden. Ja, dann geht nur meine Mutter. 77, wenn ihr es gesehen habt. Dann von meinem Vater. Und er kennt es nicht ganz genau. Oder ich sehe es einfach jetzt nicht. Ich glaube, von meiner Helligkeit nicht so hoch ist das 53. Und hier von meiner Schwester war es. Also meine Schwester ist letzte, meine Mutter dritte, mein Vater erster und ich Zweiter. Habe ich auf jeden Fall nice gerissen. Ich war übrigens gerade in diesem Schwimmingpool, eher gesagt Schwimmbad. So eine Schwimming. Und ja, ja, ich zeig das jetzt mal mit. Hatschi. Sag ich dazu nur. Ich hoffe, da ist jetzt wieder keiner drin. Wir sind da gerade aber erst raus und erstmal alles sauber gemacht. Wir müssen hier auch. Ja, das glaube ich. Ne. Jetzt sehe ich das mal ganz gut. Der Hit. Also es geht mir schon bis zum Hals, wenn ich richtig stehe. Und ja, hier ist noch so eine Plane drauf, die muss man dann immer abziehen, wenn man will. Hier wird auch noch ein Schwimmkurs betrieben und ja, das ist 1,50 tief das Becken und das ist wirklich riesig, richtig geil. Ja, auch wenn hier alles so schön ist. Ja, ganz ehrlich, ich vermisse mein Zuhause. Aus dem Grund, weil ich da schön an meinem PC wieder YouTube-Videos produzieren kann. Und ich sag euch, Leute, wenn ich jetzt mal zu Hause bin, dann gibt's geile Videos. Ich vielleicht jeden Tag eins. Kommt drauf an, wenn ihr auch aktiv die Videos schaut, würde ich mich sehr freuen. Wie letztes Mal, jetzt gehen die Klickzahlen wieder langsam wieder runter. Aber mal gucken, ob sich das wieder ändert. Wäre auf jeden Fall cool. Ja. Mehr gibt es zu sagen. Ja, wie gesagt, ihr seht halt meistens nur die Sachen, nicht mich, sondern weil ich die Zeiger kennt ihr. Und da wird auch Mr. P Kanal, werde ich auf meinem Kanal dann verlinken. Und ja, der wird dann auch kommen. Und ja, ich hoffe, ihr hört das auch nicht. Da oben ist jetzt erstmal wieder so ein Ding so. Und ja, dann würde ich nur sagen, das war's dann mit dem Vlog. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Bewertung oder ein Abo. Ciao!